Mein Name ist Brigitte Lutz, ich bin Mitarbeiterin vom CIO der Stadt Wien, sehr gerne Mitarbeiterin im CIO, weil wir gemeinsam ein sehr spannendes Thema hier haben. Ich möchte mich in den Open Data Lifecycle so einklinken, als dass wir sagen, wir sprechen hier von Open Government Data, und das ist einmal der Beginn, dass die Verwaltung offene Daten zur Verfügung gestellt, dass überhaupt so ein Lebenszyklus entstehen kann. Wir sehen das Thema Open Government Data, ist der Gregor Eibel da? Heute nicht. Wir haben gemeinsam diese harte Schale der Nuss als Open Government Data gerne als Symbol hergenommen, weil in dieser harten Schale befindet sich eine köstliche Frucht, aber die ist eben zu knacken. Und da gibt es eine Reihe von Knackpunkten, die wir identifiziert haben in der öffentlichen Verwaltung, die behinderlich sind, um in Richtung offene Daten zu gehen. Das fängt bei Dateninseln an, das fängt beim Thema Ressourcen sind notwendig, um diese Daten zur Verfügung zu stellen bzw. weiter bearbeiten. Es gibt neue Anforderungen von außen, Rückmeldungen, neue Kanäle, die bewirtschaftet werden müssen und so weiter. Und wir haben uns da überlegt, was können die Maßnahmen sein, dass man auch diese harte Nuss knacken kann und letztendlich die Früchte des Open Government Data auch für die Verwaltung ernten kann. Ich habe jetzt eine Reihe von Erfolgsfaktoren aufgezählt, die aus Sicht der Verwaltung dazu beitragen, dass Open Government Data ein erfolgreiches Vorhaben werden kann. Ich habe sie dann zum Schluss auch zusammengefasst. Wir haben heute schon einiges davon gehört. Wesentlich ist auf jeden Fall, dass man die politische Unterstützung hat. Die haben wir in Wien, auch durch das Regierungsübereinkommen. Was wir auch gemacht haben, ist über ein Jahr kontinuierlicher Ausbau. Das ist sicher auch ein Erfolgsfaktor, nicht nur mit ein paar Datensätzen online zu gehen und dann ist Schluss. Also wir haben diesen Ausbau in mehreren Phasen. Jetzt Ende Juni sind wir in der OGD Phase 6. Mit ca. 30 Datensätzen und einigen Datenaktualisierungen, die offengelegt werden. Wir haben die sogenannten Quick Wins am Anfang genutzt. Das ist unser sehr guter Stadtplan, die sehr gute Geodateninfrastruktur, wo man leicht aus den vielen Lehren, die es gibt, auch Open Government Data ziehen konnte. Aber es sind nicht nur die georeferenzierten Daten, sondern zum Beispiel auch Statistikdaten, die man so zur Verfügung gestellt haben. Wir haben die Planung der Veröffentlichung in Phasen intern. Das geht schon ein bisschen in Richtung dieses Vorgehensmodells, das ich schon erwähnt habe. Das heißt, wir planen, ich werde dann auch erzählen, mit welchem Prozess, in welchen Phasen werden neue Daten zur Verfügung gestellt. Braucht man zur internen Planung, braucht man aber auch, um das zum Beispiel abzustimmen mit der Politik und so weiter und um auch Wünsche und Anforderungen von außen hier einfließen lassen zu können. Ich habe schon gesagt, Ausbau in mehreren Phasen. Für heuer haben wir noch weitere Phasen geplant. Phase 7 und Phase 8, also quartalsweise, Ende September und die Weihnachts-Edition Mitte Dezember. Und es sind damit aber auch immer OGD-Plattformen verbunden. Die OGD-Plattformen sind für heuer auch schon geplant. Gibt es auf data.wien.gv.at unter Veranstaltungen auch nachzulesen. Einladung nochmals, wer in Wien ist, kann gerne am Donnerstag 16 Uhr kommen, ist auch auf data.wien.gv.at publiziert. Wir haben auch schon gehört, für uns ist Open Government Data eigentlich nur ein Teil zum Thema Open Government. Also was auch parallel in Wien schon passiert ist, ist nicht nur die Öffnung von Daten, sondern auch das Thema demokratische Partizipation angegangen mit den Beteiligungsprojekten, die heute auch schon genannt worden sind. Das war die Wiener Charta und der Schwedenplatz. Also ein Teil dieser Eröffnung der Verwaltung, mehr hingehen in Transparenz und auch der Mutterpolitik dazu. Ganz wichtig auch die Kooperationen auf allen Linien, ist heute auch schon genannt worden. Wir haben Kooperationen in Österreich, einmal mit der Cooperation OGD Österreich, mit all den anderen, die schon Datenportale zur Verfügung gestellt haben, auch schon vorher gemacht. Ganz einfach, wie wir gesagt haben, Österreich ist viel zu klein, als dass jeder wieder mit einer Insel irgendwie anders beginnt. Also auf die wesentlichen Eckpunkte haben wir uns schon vorab geeinigt und dann in dieser Cooperation auch manifestiert. Hat sich im Endeffekt dann im Österreich-Portal ausgewirkt.
was auch heute schon gesagt worden ist, ganz wichtig, auch die Kooperation der deutschsprachigen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Südtirol, die durch die nächsten Aktivitäten im September und im Oktober noch weiter betrieben wird. Jetzt konkret zu Kooperationen, die wir genützt haben und auch Dinge publiziert haben. Wir haben mit dem KTZ, mit dem Zentrum für Verwaltungsforschung, ein Open Government Vorgehensmodell sehr früh entwickelt. Weil wir begonnen haben mit Open Government, da waren wir noch nicht zu erfahren, sage ich. Also haben wir uns einmal Hilfe und Unterstützung geholt und auch eine interne Strategie daraus entwickelt. Dieses Open Government Vorgehensmodell ist publiziert in der Version mittlerweile 1.1 vom KDZ. Wir arbeiten jetzt daran, bis Ende September an einer Version 2.0, die dann auch offengelegt wird. Das heißt, wo unsere Erfahrungen aus über einem Jahr OGD auch einfließen, diese Prozesse, die wir intern aufgesetzt haben, auch dokumentiert werden, sind auch so Ideen dabei, wie kann man OGD begleitet bei Projekten auch sofort berücksichtigen. Uns ist auch schon bescheinigt worden, oder zumindest wir haben es erfahren, andere, die vor Offenlegung eines Datenportals gestanden sind, haben sich mit diesem Vorgehensmodell recht gut orientieren können, beziehungsweise es war auch eine Untermauerung des Weges, was da drinnen dokumentiert worden ist. Und als weitere Idee hat das KDZ eine Version 2.1 dieses Vorgehensmodells mit Hilfe der Community dann auch zu veröffentlichen, also auch Input von der Community hineinzubringen und dann auch offen zu legen. Wir lassen gerade unsere Open Government Strategie bzw. das Vorgehen auch evaluieren durch die Donau-Universität Krems und erste Ergebnisse werden dann auch im Herbst dazu vorliegen. Die Cooperation OGD Österreich ist schon erwähnt worden. Wir haben einige Festlegungen getroffen, die in Rahmenbedingungen festgeschrieben sind, auch in der Metadatenstruktur zum Beispiel. Und unser DPGVAD haben wir auch schon gehört, der Single Point of Contact zu einem EU-Portal. Wichtig war, wie sind wir intern organisiert? Interne Organisation muss es geben, um so ein Vorgehen dann in Prozesse zu liefern. Es gibt die Stadträtin Frauenberger, die politisch das Thema Open Government weitertreibt, das politische Board, unseren CIO in der Magistratsdirektion und Magistratsdirektion koordiniert auch das Open Government Kompetenzzentrum Wien. Da ist sehr wichtig, dass wir die Wissenden aus der Landesstatistik drinnen haben, die mit der Geodateninfrastruktur betraut sind. Thema 14 ist unser interner IKT-Dienstleister. Das Thema Datenschutz wird auch dort behandelt. Also die kompetent sind rund um dieses Thema, sind dort drinnen und halten auch den Kontakt bzw. Geben die Vorgaben für die datenveröffentlichten Stellen. Das sind nicht nur die Dienststellen, die internen, vielen Dienststellen, die schon Daten zur Verfügung stellen. Es gibt auch externe Datenlieferanten, die wir schon eingebunden haben, ganz einfach, um ein Bild ganz Wien mit offengelegten Daten zu bilden. Kleines Beispiel ist eine Universität Wien. Universität Wien stellt auch ihre Standorte im Stadtplan und als OGD zur Verfügung, wo wir dann auch Vereinbarungen mit den externen Datenlieferanten treffen, wie diese Datenlieferungen zu passieren haben. Auch hier gibt es schon eine Seite, die man sich anschauen kann, auf data.gv.at, wie kann man sich als externer Datenlieferant hier in unseren Lifecycle einklinken. Ja, wichtig ist, dass es neue Prozesse gibt in der Verwaltung, die mit Open Government Data ganz einfach gekommen sind. Das eine ist das Datenmonitoring, das wir eingeführt haben, das ist auch in dem Vorgehensmodell recht gut beschrieben. Da geht es darum, von der Anforderung bzw. vom Wunsch, und jetzt komme ich auch auf das Thema zu sprechen, wir haben auch schon Anforderungen von der Wiener Wirtschaft, auch durchaus von der bedeuteten Wirtschaft, kommen zu uns, die kommen zum Herrn Mittes, und da werden Anforderungen formuliert. Und wir verbreiten die in den Dienststellen und sagen, gibt es diese Daten überhaupt bei uns, können die offengelegt werden, wann werden die offengelegt. Das ist alles diese Datenprüfung, Datenmonitoring und so weiter. Das ist auch intern vorgeschrieben, sozusagen in einem Erlass bzw. in einer strategischen Richtlinie.
Und das Open Government Kompetenzzentrum nimmt dann die Priorisierung vor und dieser Planung der einzelnen Offenlegungsphasen bis zur Veröffentlichung. Also da gibt es einen Prozess und dann ist ja auch ganz wichtig der Prozess der Fehlerbehandlung. Es gibt natürlich kleine Datenfehler, es gibt Trinkbrunnen zum Beispiel, die nicht dort stehen, wo sie im Stadtplan sind, oder man stolpert auf über einen Trinkbrunnen, der gar nicht eingezeichnet ist. Also Anfragen, Fehlerbehandlungen müssen natürlich auch so à la Beschwerdemanagement in einem Prozess festgelegt sein. Das geht dann von der Redaktion hinein bis zu den datenliefernden Stellen auch wieder zurück. Ja, was ganz wichtig ist, von jeder Dienststelle gibt es auch einen sogenannten Datenverantwortlichen oder eine Datenverantwortliche, die von der Datenlieferung, Aktualisierung bis zur Fehlerbehandlung dann auch verantwortlich ist und auch für uns eine Ansprechpartnerin bzw. ein Ansprechpartner. Ich habe schon genannt, diese Österreich-Rahmenbedingungen, wer das kennt, das ist der E-Government-Referenz-Server, der ist öffentlich. Dort findet man diese Metadaten-Empfehlungen bzw. White Paper-Rahmenbedingungen für Open Government in Österreich. Ja, das internationale Echo hat uns natürlich beflügelt. Das ist nichts, was man einplanen kann. Das hat natürlich alle diejenigen in der Stadt Wien, die damit beschäftigt waren und auch einiges an Arbeit natürlich hatten, auch weiter motiviert. Ja, hier vielleicht noch, was tun wir mit Deutschland, Österreich, Schweiz? Cooperation, OPD Österreich ist letztes Jahr gegründet worden. Wir hatten viele Kontakte dann zum Beispiel mit Daten Berlin, mit dem Dr. Boot, auch mit den anderen österreichischen Datenportalen und auch mit der Schweiz, wo ihm jetzt übermorgen das Züricher Datenportal veröffentlicht wird. Ja, hier noch einmal zusammen. Gefasst. Ich habe 7 außenwirksame Erfolgsfaktoren identifiziert. Es fängt an mit dem kostenlosen Datenkatalog, das sicher natürlich eine wichtige Sache ist, von Seiten der Verwaltung diese Daten einmal kostenlos zur Verfügung zu stellen mit den einfachen Nutzungsbedingungen. Regelmäßig Datenphasen mit mehr Datensätzen zur Verfügung stellen und die Quick Wins, die man in der Verwaltung hat, auch nutzen. Das heißt, Daten, die vielleicht eh schon irgendwie lesbar, auch durchaus menschenlesbar zur Verfügung stehen und man nicht einmal schauen kann, die irgendwie zu konvertieren in maschinenlesbare Daten. Ganz wichtiges Thema Kommunikation ist heute auch schon gesagt worden und ich glaube, die OGD-Plattformen Wien mit der Live-Kommunikation kommen hier ja sehr gut an. Wir haben auch eine Online-Umfrage gemacht, zum Beispiel auch zur Prioritätensetzung, wo soll man verstärkt Datensätze zur Verfügung stellen, aus welchem Bereich und Wettbewerbe, wie überall empfohlen. Ja, interne Erfolgsfaktoren sind jedenfalls die politische Unterstützung, wo geht, die man sich holen sollte. Gewisse Begeisterung, die wir haben, schätze ich mal, und die man dann halt auch weiter verbreiten kann. Die Organisation irgendwie, so wie es wir mit dem Open Government Kompetenzzentrum geschaffen haben. Und ich glaube auch, das Thema Datenmonitoring und diese Prozesse sind ganz wichtig, dass das ganz einfach ins normale Leben übergeht. Und irgendwo ist dann auch wichtig, eine Art Nutzendarstellung zu bringen, die Kooperationen und das Vorgehensmodell. Die Nutzendarstellung haben wir auch schon publiziert. Wir haben schon eine Reihe von Rückmeldungen bekommen, die wir auf einer eigenen Seite, die ist auch aktiv verlinkt, danke Open Government, veröffentlicht haben, wo wir wirklich Rückmeldungen auch aus der Wirtschaft bekommen, wie einfach es jetzt ist, auf Datensätze zuzugreifen. Und das kommt natürlich dann auch intern. Das kann man immer wieder anfragen. Das ist jetzt keine Arbeit mehr. Man kann einen freundlichen Schimmelbrief sozusagen vorbereitet haben und kann sagen, schauen Sie auf dem Datenportal, dort gibt es diese Daten schon und hat diese Arbeit, die man einmal investiert hat, eigentlich recht schnell wieder zurückgewonnen. Ja, da möchte ich eigentlich dann noch herausstreichen, wir sehen ein enormes Potenzial. Allerdings ist es in der Verwaltung auch ein Umdenken, das merkt man immer wieder. Also wir brauchen noch ein bisschen länger dazu, insgesamt glaube ich. Jedenfalls ist das ganze Thema auch ein Schritt zum Datenmanagement insgesamt. Also es hat Connections zu dem neuen Modewort Big Data und auch zum BI auf jeden Fall. Ich glaube, mit Open Government Data kann man hier einmal einen Teil eröffnen, das dann vielleicht zum ganz Großen wird. Ja, und für uns ist es eine Leistungsschau, darum stehen wir auch da. Und letztendlich haben wir Früchte geerntet und Open Government Data, da
die Fruchtfliege nehmen wir ganz gerne als Hintergrund, das finde ich sehr schön. Das ist auch eine Anwendung, die entstanden ist. Ja. Und mit dem, was wir hier gemacht haben, zur Nutzung, dockt man, glaube ich, ganz gut an. Und das, was im nächsten dann kommt, zu diesem Open Data Lifecycle, wie kann man dann wirklich mit diesen Daten auch nutzbringen, das Weiteres aktivieren. Ja, zu guter Letzt, wer heute noch nicht genug hat von OGD, es gibt eine Reihe von weiteren OGD-Veranstaltungen, also heute in Linz, wir haben die nächste Open Government Plattform und die, die aus Deutschland, Schweiz da sind, es gibt die OGD Dachli Dreiländerkonferenz, eine erste Konferenz in einer Dreiländerserie am 4. Oktober in Wien, wo wir gerne zum Call for Papers einladen, der ist offen und ich hoffe, dass viele auch zu diesem Datum zu uns finden, vor allem ein Fokus ist auch sogenannte Win-Win-Win-Situation für Verwaltung, Wirtschaft und Forschung und Bildung und so weiter. Es gibt auch dann weitere Konferenzen, wo OGD Thema ist, Umweltbeobachtungskonferenz und was für die archäologisch Interessierten, unsere Stadtarchäologie-Konferenz in Wien. Ja, für weitere Fragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung, elektronisch und in den diversen Pausen. Okay.